Seid gegrüßt, liebe Freizeitparken-Kimmels-Freunde, und herzlich willkommen hier beim bei der Back in Germany Tour 2019. Was ist denn Hulapalu? Was kehrt denn da dazu? Macht man beim Hulapalu vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hulapalu die Sterne sehen? Sag mir, wie soll ich das gehen? Hodi, 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 hodi. Ich schneide hier für euch gerade schon die ersten Videos, der Tropic Tour 2019, beziehungsweise den ersten Vlog. Ich habe in Bangkok nicht so viel gevloggt, habe ich tatsächlich jetzt erst gemerkt, was aber auch einfach dem Stress und dem Jetlag geschuldet war. In den anderen Städten ist es dann viel mehr geworden. Ja, Back in Germany Tour 2019. Ich verrate noch nicht alles, was euch vielleicht bekannt sein dürfte, aus ein paar Postings von mir, ist, dass es in den Norden geht. Und was ich euch schon verraten kann, morgen geht es auf den Hamburger Frühjahrsdom 2019. Dann besuche ich am Tag danach, am Mittwoch, zum ersten Mal, und das ist natürlich für einen Freizeitpark-Fan echt peinlich, zum ersten Mal den Hansapark mit der geilen Bahn Kärnan, mit Fluch von Novgorod, aber mit noch viel mehr geilen Counts. Und dann geht es noch weiter in den Norden, und welchen Park es da geht, werdet ihr dann sehen. Mit dabei auf dem größten Teil der Tour ist der Zocker 1998, der Julian. Ihr werdet ihn dann im Vlog sehen. Ja, und ich würde sagen, ich packe jetzt meine Sachen und morgen geht's ab. 4 Tage in den Norden, ab geht's zu meiner kleinen Back in Germany Tour 2019. Jo, Leute, 5.20 Uhr, meine Uhr geht 20 Minuten vor. Ich pack's jetzt, ich gehe jetzt zum Auto und fahre los nach Hamburg mit 2 anderen Leuten. Die sind auf der ganzen Tour nicht dabei, aber zum Teil dabei, weil wir bei einem guten Freund von uns übernachten. Ja, Ladies and Gentlemen, wir machen gerade eine kleine Pause. Und ich sollte gar nicht mit dem Handy vloggen, weil das geht wieder so schlecht. Egal, ihr hört mich hoffentlich. Wir sind ungefähr in 3 Stunden in Hamburg und da treffen wir den Zocker 1998. Und wir gehen auf den Hamburger Frühlingssturm. Endlich. Hörst du mich immer noch? Nein. Und hoffen, dass die Geisterfabrik heute offen hat, damit wir sie testen können. Jo. Ich melde mich dann wieder aus Hamburg für euch und dann sehen wir uns. Mein Gott, nicht schlecht. Ein bisschen geradeaus einfach wieder. Vielleicht geradeaus. Das ist für die Outtakes. Achso. Das wird eh wieder ein Vlog. Behindert könnt ihr parken. Du musst pissen. Ja, das ist der Behindertenparkplatz. Ja. Was stehen die alle so geistig behindert, Alter? Warum sind die alle so geistig behindert? Ja, du streck dich, du behinderte Kuh. Dann stell dich halt einfach kurz auf den Behindertenparkplatz, wenn du eh hier bist. Wenn jemand kommt, dann kannst du ja wegfahren. Außerdem bist du doch behindert. Hast du nicht einen. Aber nicht für einen Rollstuhl zum. Ja, aber das weiß ja niemand. Wenn jemand kommt und weint, dann steig ihm auf seinen Ausweis. Also, wir filmen hier alles. Auch aufs Klo. Ich hab nicht mal Desinfektionsmittel dabei. Ich folge dem Leo unauffällig. Sorry, hier ist nur für VIP. Versteckte Kamera. Thank you.
Das ist gut, ich habe keinen Speicherplatz sonst für den Dom. Ich muss eh noch was löschen, fällt mir gerade so auf. Doch, du hast genügend. Jetzt können sie. So, meine Freunde, ich bin am Dom, am Hamburger Frühlingsdom angekommen. Nach ungefähr 6,5 Stunden Autofahrt. Und wir haben Besuch. Moin. Du warst schon mal im Moviepark dabei im Vlog, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Habe ich da gevloggt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gevloggt. Ich habe auch gefilmt. Doch, ich habe gevloggt. Ich habe gevloggt. Aber nicht viel. Ja, wir sind jetzt am Hamburger Frühlingsdom. Morgen wird es besser, morgen geht es nach Hamburg. Ja. Schauen wir mal, was wir fahren werden. Ich weiß es gerade selber noch nicht so ganz. Das steht nur beim Shaker. Weil ich eigentlich relativ offen da heute reingehe. Was ich auf jeden Fall fahren möchte, ist Dr. Archibald Geisterbrück. Und ich glaube, ich gehe ins Spaßmobil, weil da war ich noch nicht drin. Gehen wir rechts oder links rum? Ja. Rechts ist immer gut. Mach's auch. Da habe ich hier noch einen Nazi dargestellt. Ja, stimmt. Shaker Wilhelm, gell? Ja. Genau. Bin ich noch nicht gefahren. Ich war jetzt in der Weltneuheit der Geisterfabrik. Ja, also so schlimm, wie die meisten sagen, ist es nicht. Definitiv nicht. Es hat ganz coole Ansätze, ist ganz cool. Also ich finde diesen Simulator cool. Ich finde auch die mit dem Schießen kombiniert mit der Geisterbahn ganz cool. Ich finde auch dieses Fahrsystem ganz cool, den Aufzug ganz cool. Die Front ist eh der Oberhammer von außen. Die Achterbahnfahrt war gut. Ja, die Front von außen ist ziemlich geil. Was das Problem ist, ist, dass die Bahn innen halt gar nicht dunkel ist und halt die Figuren, es gibt eine gute Figur, die sogar schaut, erschrocken. Ja, aber der Rest, die Figuren sind auch nicht schlecht, aber es ist halt viel zu hell und man sieht halt alles viel zu früh. Ja. Und man fährt dann auch viel zu schnell durch an manchen Teilen. Das ist schade. Ansonsten ist es
Ja, ich meine, für so ein riesen Ding, für das, was versprochen wurde. Was sagst du, Preis-Leistung? Ja, das ist halt das Problem, es ist halt 6 Euro und das ist dann halt ein Problem. Das ist dann halt kritisch. Gut, aber ansonsten, wir gehen jetzt weiter, wir filmen noch ein bisschen Kuddel der Haifett. Ich muss filmen, bis dann. Ja. Nicht, oder? Doch. Ah doch, okay. Aber der war echt genial. Die haben mich abgetastet und die Kamera nicht gefunden. Wir sind kaputt. Ach so, echt? So, auf geht's. Wilde Maus XXL. Die andere richtet ab jetzt. Ich krieg die andere. Oh, das ist so krank. Ja. Das ist so krank, was die da. Dass jede andere Maus bremst, aber die bremst halt gar nicht gefühlt. Oh, das ist geil. Oh, oh. Bremsen! Oh, wir haben Bremsen schon hier, Mann. Oh nein, aua! Ah! Ai! Oh, ja. Ah! Ai, hier, hier. Oh, jetzt kommt jetzt. Ah! Jetzt ist ekelhaft. Ja, jetzt ist richtig ekelhaft. Oh, Junge. Ah, nochmal. Ah, nee, der geht. Im Hansapark bei der Crazy Mind, da wirst du auch sterben. Bremsen auch. So, wir waren jetzt in der Wilden Maus XXL von Eberhard. Keine Ahnung, ich finde das Chat einfach geil. 5 Euro, ja. Laufparcours und dann diese große wilde Maus mit. Ich meine, die Kurven werden ja mit einer Geschwindigkeit durchfahren, wo man denkt, das ist gleich ganz vorbei. Deswegen vor allem die Bremse halt einfach nicht, das macht halt aber Saubock. Ja. Weil die Abfahrten, das ist so geil. Aber was für Speed da kommt. Ja, Wahnsinn. Ich finde es immer wieder geil. Ich kann es jedem nur empfehlen, mein GoPro-Akku ist für den Arsch. Diese scheiß alten Akkus, Alter. Jetzt schon wieder einen Strich verloren. Zum ich hab 69%. Zum Glück habe ich 2. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter. Konga, und da vorne ist schon ein Highlight. Dr. Archibald. Endlich, hoffe ich, kann ich dieses Gerät fahren. Und ich mache noch eine Aufnahme von hier. Bis dann. Hier müsste man ja. Wir waren jetzt im Dr. Archibald Master of Time von Reihe. Genau, meine schöne Zeitreise. Wow. Also für eine Kirmesattraktion ist es halt schon saugeil. Oberkrank. Ich meine, es ist halt schon Freizeitpark hier. Da können manche Freizeitparks die Scheibe von abschneiden. Also ich meine, die Fahrt zum VR, da könnte man vielleicht noch ein paar passende Sachen zu den Effekten machen, ja. Zum Film. Und am Ende war es unsynchron leider. Ja, das war, also es wurde immer unsynchron. Am Anfang war es richtig synchron, wie sich der Wagen bewegt hat. Und nach dem Ende, du bist gerade ausgefahren, der Wagen ist schon so links abgebogen. Oder so. Aber wie gesagt, von mir war echt ganz geil gemacht. Was ich mir jetzt gewünscht hätte, wäre im Film selber, dass man da noch ein bisschen spannender wäre. Aber am Ende fährt man wirklich ganz nur zigzag auch im Film selber, da passiert halt nichts. Das hätte man noch ein bisschen spannender gestalten können, aber sonst war es echt so geil. Passend zu den Effekten, die da halt sind, weißt du? Ja, genau. Vielleicht Wasserspritze oder so. Ansonsten obergeil Front. Und vor allem am Ende. Am Anfang Pre-Show-Raum, Hammer-Thematisierung. Ja, und am Ende einfach noch ein Laufgeschäft dafür, der auch richtig gut ist. Vor allem, als wir reinkamen, war da noch einer, der meinte, oh, ist ja wie im Europa-Park hier. Weiß gar nicht, was hier mitbekommen hat. Ja, hab ich mitbekommen. Deswegen aber. Sehr, sehr cool. Also, da ist echt was investiert worden. Vor allem auch die Front. Es ist Wahnsinn. Also, echt ein geiles Teil, der lohnt sich 7 Euro gemacht. Genau. Da kann man mal sagen, wir waren die 7 Euro okay für. Genau. Also, wir machen noch weiter. Bis denn. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Kontakte, Lady.
Alles ist am Ready. Wer will noch mit? Und ja, es ist ein geiles Ding auf jeden Fall. Geil, oder? Rennt er weg! Was? Geiles Ding, oder? Ja, die Zeiten sollen schon weggehen. Das war scheiß geil. Also, hätte ich nicht gedacht, dass der so geil ist. Vor allem gefällt er mir auch mit den Würfeln ziemlich gut. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein geiler Breakdance. Ja, keine Ahnung, so. War nice. War eine geile Fahrt. Schnell, relativ lang. Ich glaube 3 Minuten ungefähr, oder? Ich weiß es jetzt nicht. 3-4 Minuten wahrscheinlich. Also eine ganz gute Spaßfahrt. Genau. Zieht auch am Ende ordentlich beim Facelifting. Ja. Also was will man mehr? Jekyll ist voll, weil Jekyll nicht fährt, weil was? Jetzt haben die jetzt alle ihre komischen Schuhe, Alter. Ist er, ach, der hat doch aufgehört, der, wie heißt der? Der Typ hat aufgehört. Nee, der ist noch da. Ja, jedenfalls sind wir jetzt beim Jekyll halt. Und schauen wir mal, ob wir eine Runde fahren werden. Bis dann. Nee, nicht Spaß verbringen. Spaß mobil hier. Kolleg. Ach du Scheiße. So, wenn ich da im Wasser stehe mit meinem Schuh, darfst du lachen, ganz ehrlich. Waschanlage, ey. Mehr drin, als man denkt. Ich war jetzt im Spaßmobil von Holbeck, oder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Klein, aber fein, kann ich nur sagen. Macht auf jeden Fall Bock. Und jetzt fahren wir eine Runde Rock'n'Roller Coaster. Ein Klassiker. Bis denn. Schau mal, dass wir vorne kommen. Hamburger Assis, die hier rumrennen. Crazy Vlog. Ihr seid doch die von YouTube, oder? Ja. Warte. Was für Kürbis? Der Kürbis crazy? Ja. Oh wow. Natürlich. Geil. Willst du ein Autogramm? Unbedingt. Ja, kriegst Foto du. Foto ist noch geiler. Mach mal. Mega. Vielleicht denken die Leute, du bist noch hübsch. Ich hab dich abonniert. Ja, eben. Das ist ja sehr gut, aber du schaust wirklich nicht an, oder? Auf jeden Fall, wie cool. Machst du eine Bewertung vom Dom oder was? Ja, alright. Impressionsvideo. Mega. Du musst noch die besten Filme machen. Auf jeden Fall das richtige Wetter hier. Wir sind rum. Genau. Wir haben eine große Runde gemacht, alles gefahren, was wir fahren wollten. Ja. Bis zu viel. Ist auch okay. Ein sehr erfolgreicher Hamburger Dombesuch. Du machst jetzt auf dem Weg zum Zug.
Ja. Morgen gibt es einen Hansa-Park, also. Und danach wird es noch geiler. Ja, wenn ihr dann praktisch sehen wollt, für mich die erste Fahrt gerne. Sehr spannend, sehr spannend. Also ich kann euch sagen, der hat alles zusammengespielt. Müsst ihr im nächsten Vlog einschalten. Genau. Ich denke, ich müsste das mal so ein bisschen machen. Ja. Deswegen meine ich ja, und jetzt kommt ihr in der Zukunft wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen, ich weiß schon, wie es war, wenn der Vlog raus ist. Ich weiß schon, wie lange ich ob er Ataro besser findet, weiß ich noch nicht. Ich bin leider nicht so viele andere Achterbahnen schon wieder gefahren. Die interessant sind. Welche könnte rankommen? Flying Aces zum Beispiel. Fand ich noch ziemlich geil, aber gut. Das ist Bahnhof, ich war genau. Vielleicht fahren wir noch was, keine Ahnung. Wenn, dann melde ich mir nochmal. Und ansonsten war es im Hamburger Dom. Zwei geile Neuheiten, Geistesfabrik, Dr. Arnsbüll. Eine sehr geile Neuheit. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich auf ein Level setzen. Das ist das alles nicht zu. Eine Neuheit, ein neues Laufgeschäft für mich. Ja, Dom Dance war auch geil. War auch geile Bahn, okay. Und wie gesagt, das war es vom Grace wieder zum Hamburger Dom. Frühjahrsdom 2019, ganz coole Bestimmung eigentlich. Ja, ja. Ja, cooler Tag und ja, wir würden sagen, ciao, bis dann. Tschüss.